Wie ist das eigentlich mit diesem riesengroßen Thema Narzissten und Geld? Leute, ganz oft gefragt von euch und heute gehen wir mal ganz tief genau in dieses Thema rein. Finanzieller Missbrauch von narzisstisch geprägten Menschen. Wir werden erstmal über die Arten der verschiedenen Narzissten reden und wie sie finanziell aufgestellt sind. Und danach tauchen wir ganz tief ein in die Arten des finanziellen Missbrauchs. Also holt euch was zu schreiben und lasst uns in dieses wichtige Thema starten. Herzlich willkommen wieder hier bei Hilfe für Opfer von Narzissten. Mein Name ist Arti, ich bin von Beruf psychologische Beraterin und Coach für Opfer von Narzissten. Wenn du da jetzt im neuen Jahr noch Hilfe und Unterstützung brauchst, schreib mich einfach an. Ich helfe dir da gerne durch. Hier gerade verlinke ich dir meine E-Mail-Adresse. Da kannst du mir einfach mal eine Anfrage zukommen lassen. Okay, ihr Lieben. Also lasst uns mal direkt einsteigen. Das wird heute kein kurzes Video, das ist mir klar. Aber jeder, der diesen finanziellen Missbrauch selbst erlebt hat, der weiß, dass es ein sehr umfangreiches Thema ist. Und ich habe wirklich keine Kosten und Mühen gescheut, alle Quellen zusammenzutragen und euch hier ein ganz übersichtliches Video dazu zu machen, wo wir alle Punkte miteinander besprechen. Also fangen wir doch direkt an. So, also wir fangen jetzt erstmal mit den vier verschiedenen Narzissmusarten an. Das ist nämlich ganz wichtig, wenn wir nämlich hier alles durcheinander werfen, dann bekommt ihr nicht den besten Content. Also erstmal die vier Arten und dann die vier Arten des Missbrauchs, die dann natürlich auch ganz eng ineinander greifen. Der erste narzisstische Typ, der oft finanziellen Missbrauch betreibt, ist natürlich der parasitäre Narzisst. So, ich gehe hier absichtlich nicht auf die wissenschaftliche Seite ein, also der zerebrale Narzisst, der verdeckte Narzisst. Nein, denn ich finde, die greifen oft ineinander über und deswegen habe ich denen jetzt mal so Namen gegeben. Okay, also den ersten könnt ihr der Parasitäre nennen. Das sind die Art von Menschen, die nie lange in ein und demselben Job bleiben können, die ihr Leben lang nie wirklich einen Fuß oder beide Füße ins erwachsene Leben bekommen haben. Das kriegst du aber am Anfang noch gar nicht so richtig mit, wenn du diesen Menschen kennenlernst. Denn er ist immer sehr euphorisch über sein gerade nächst laufendes Projekt, das ja bald sehr viel Erfolg abwerfen wird. Das sind übrigens auch die Art von Narzissten, die ständig bei Erfolgreichen gucken und versuchen, die irgendwie zu kopieren, weil sie denken, na ja, das ist ja kein Hexenwerk, ich muss das nur eins zu eins kopieren und dann werde ich erfolgreich. Aber die Sache ist die, und das merkst du auch über die Zeit, die werden niemals erfolgreich. Das Problem ist, am Anfang kann es gut sein, dass du dich von so einem ködern lassen wirst, denn die sind, wie gesagt, sehr charismatisch und können dir einen vom Pferd erzählen. Das sind auch nicht selten Leute, die ganz feine Klamotten tragen, damit eben der erste Eindruck perfekt sitzt, ja? So. Also, wenn du hier kein Digging, sag ich jetzt mal auf Englisch, betreibst, ja, wenn du da nicht gräbst mehr, ne, dem auf den Grund gehst, können die dich super einweben. Was passiert dann? Das sind die Art von Narzissten, die dann in dein Leben geschlichen kommen. Und vielleicht bemerkst du irgendwann, wenn die Lovebombing-Phase ein bisschen vorbeigeht, dass sie nicht wirklich oft zahlen. Ja, also schon beim ersten Date kann es sein, dass sie auf einmal sagen: Ja, magst du dann zahlen? Ich habe mein Portemonnaie zu Hause vergessen. Wo normale Menschen ja auch schon schlucken. Nein, ich sage nicht, dass Männer immer beim ersten Date zahlen müssen, aber ich finde, man sollte es schon absprechen. Ich finde auch, sollte immer der zahlen beim ersten Date, der das Date wollte, oder Ladies? Naja, wurscht. Aber im Endeffekt wird dieser Mensch immer die besten Ausreden parat haben, warum er gerade nicht zahlen kann und wird sich aber auch gleichzeitig so empathielos zeigen. Versteht ihr zum Beispiel, wenn wir oft dann bei unserem Freund sind und der kocht dann ständig für uns oder er geht einkaufen für uns, für unsere Wochenenden, dann würden wir ja, empathisch wie wir sind, automatisch sagen, hey, soll ich mich da jetzt mal dran beteiligen, weil du kochst ja hier immer so schön und ich will ja hier nicht nur dir auf der Tasche liegen, ja? Uns würde von alleine einfallen, okay, wir sind ja zwei Erwachsene, vielleicht sollte ich mich hier mal beteiligen. Bei diesem parasitären Narzissten wird das nicht der Fall sein. Der wird einfach nehmen, nehmen, nehmen. Und das erwarten und das auch nicht wieder zurückgeben.
So, und das heißt, für ihn ist das selbstverständlich. Und die haben wir natürlich schon ein sehr dreistes Verhalten. Das heißt, wenn du hier ein bisschen zu nett bist und nicht direkt deine Grenzen ziehst und sagst, hey Mister, wann willst du denn auch mal zahlen, wird er das weiter ausnutzen und deine Grenzen dehnen bis zum geht nicht mehr. Denn auch hier haben wir wieder dieses typisch narzisstische, sie denken, es stünde ihnen einfach zu. Ne? Also das heißt, er lässt dich einkaufen, er isst mit, er lässt dich für Ausflüge bezahlen. Wenn es mal was Teures ist, wie gesagt, dann kommen solche Ausreden wie, ja, ich habe mein Gehalt noch nicht bekommen oder ich habe mein Portemonnaie gerade vergessen. Oder sie erfinden dann auch gern hanebüchene Geschichten über ihre Familie oder Freunde oder keine Ahnung, warum sie gerade nicht so gut bei Kasse sind. Auch hier spielen sie natürlich immer den Helden, ja, immer nur der, der so viel gegeben hat, dass er jetzt nichts mehr hat und so. Also im Endeffekt sind das dann auch die, die einziehen, ohne zu fragen. Ist ganz vielen von euch passiert, weiß ich, ist mir damals auch passiert. Die kommen einfach in euer Leben und gehen nicht mehr nach Hause. So, und wenn man verknallt ist, ist das natürlich vielleicht erstmal schön, aber heutzutage sage ich euch ganz ehrlich, würde ich so einen Mann treffen, den würde ich direkt wieder nach Hause schicken, ja? Also es ist ja furchtbar. Nochmal, Narzissmus ist genderneutral, es gibt auch genügend narzisstische Frauen, liebe Männer, nur ich habe es halt mit einem Mann erlebt oder mit Männern, deswegen berichte ich aus der weiblichen Perspektive, also nicht wundern. So, wenn er spätestens eingezogen ist, ob jetzt ganz oder halb, wirst du natürlich klar irgendwann mal sagen, hey, magst du dich dann nicht mal hier beteiligen? Dann wird diese Art von Narzisst schon ausrasten, dir alles piekefein aufzählen, was er dir mal geschenkt hat. Und das, hey, ist wirklich nicht viel. Aber diese Narzissten führen auch Listen über alles, was sie dir geschenkt haben. Das heißt, das wird dir dann lauwarm vorgesetzt und, naja, vorgeworfen, ne? Dass sie ja auch so viel machen. Und im Endeffekt haben solche Typen oder Frauen auch immer nebenbei krumme Geschäfte am Laufen. Du weißt nicht, was für welche, du weißt nicht, wie viele, du weißt nur, irgendwas läuft da und das ist nicht ganz koscher. Also das ist der erste Typ. Haben viele von euch erlebt, ich weiß. Den nächsten Narzissmus-Typ, den ich hier ansprechen will, den ich schon sehr oft selber mitgekriegt habe und auch von vielen meiner männlichen Klienten täglich mitkriege, ist die verwöhnte, selbsternannte Prinzessin. Diesen Titel habe ich bewusst gewählt. Ihr werdet gleich noch verstehen, warum. Meistens handelt es sich hier tatsächlich um weibliche Narzisstinnen. Wenn ihr mehr über weibliche Narzisstinnen wissen wollt, weil ihr vielleicht auch so eine Mutter hattet oder so, dann schaut mal oben rechts. Da habe ich schon mal ein ganz wichtiges Video zu gemacht. Könnt ihr euch dann später ganz in Ruhe nochmal angucken. So, wo der parasitäre Narzisst oft vielleicht einen einfachen oder gar keinen Abschluss hat und nicht wirklich im Leben was erreicht, ist es bei dieser selbsternannten Prinzessin oft anders. Sie hat oft Abschlüsse und ist dann aber so ein Mensch, der im Grunde diese Abschlüsse nur macht, um sich selber auf einen Thron zu setzen. Ihr wisst, Narzissten sind leere Eimer mit Löchern. Die reichen sich selbst nicht. Ja? Das heißt, sie mögen sich auch selber nicht wirklich. Aber durch die Abschlüsse prahlen sie halt rum, ja, und erzählen dann auch wirklich jedem unter die Nase andauernd, was sie denn alles für ganz tolle Abschlüsse gemacht haben in ihrem Leben. Das sind auch übrigens die Kandidaten, die dann ihre ganze Wohnung voller Abschlüsse hängen haben. Also jeder Pupsabschluss, den man irgendwo gemacht hat, ja, wenn nur jemand geschrieben hat, was für ein guter Mensch er ist, ja, dann hängen die sich das an die Wand, damit bloß jeder sieht, wie kompetent sie sind, okay? Also im Endeffekt sind das oft Frauen tatsächlich. So habe ich es mitgekriegt von meinen Klienten, ja. So, das heißt, die sind nicht blöd, das sagt kein Mensch, ja. Die haben auch ihre Abschlüsse, aber wie gesagt, nicht wirklich, um ihre Berufung zu leben, sondern um damit rumzuprotzen. So, die fühlen sich auch immer, ich sag mal, total höheres Selbst und so. Spiritualität ist für solche Frauen die erste Wahl, weil auch hier können sie sich mit schmücken, mit Feminismus auch gerne, ja. Also ganz, ganz toll. Das heißt, ganz viele Männer werden von so einer Frau im ersten Moment wahrscheinlich echt angetan sein. Und wie alle weiblichen Narzissten wird sie meistens sehr auf ihre Figur achten, sehr auf ihr Make-up achten. Ja, also da ist nichts krumm oder schief, ne? Die Sache ist halt dann die, sobald diese selbsternannten Prinzessinnen dann in eine Beziehung eintauchen, enden ihre Verpflichtungen, alle erwachsenen Verpflichtungen, finanziell, ja, emotional. In dem Moment, wo die in eine Beziehung mit einem Mann gehen,
gehört dein Geld ihnen. Ja, also ihr Geld gehört ihnen und dein Geld gehört auch ihnen. Ja, also, und das verlangen die. Die gehen wirklich euer Royal Highness hier. Wir haben das Gefühl, wir hätten eine Prinzessin geheiratet, okay? Die gehen immer hochnäsig, halten sich für was ganz Besonderes und verlangen auch dein Geld, als stünde es ihnen zu, okay? Wenn sie dir Aufmerksamkeit schickt, dann denkst du, da hat mich gerade eine Göttin beachtet. Also diese Frauen sind tatsächlich das Paradebeispiel von Narzissten, ne? Weil sie denken, sie sind Göttinnen, okay? Also das sagt ja schon alles aus im Endeffekt, ne? So, und es ist dann eben so, dass diese Art von Narzisstinnen die erste Zeit meistens noch arbeiten gehen, aber ab einem gewissen Punkt dem Mann diese Karte dann zuschieben und vielleicht in lesbischen Beziehungen dann eben dem anderen Part. Ja, ich habe, wie gesagt, diese Art von Narzisstin habe ich auch schon öfter bei Klienten gehabt, die in lesbischen Beziehungen waren. Ja, gibt es natürlich auch alles. Also im Endeffekt läuft es immer darauf hinaus, dass der Partner dann am Ende alleine verdienen wird. Manchmal lassen diese Frauen sich dann auch Kinder machen, um eben dann sagen zu können, ich möchte jetzt nur Mutter sein, ne? Aber im Endeffekt ist das alles von langer Hand schon geplant. Das heißt, auch diese Frauen haben oft keine festen Jobs, sind oft selbstständig unterwegs, ja, und können dann eben sagen, ja, Mai, ne, ich ziehe jetzt hier die Kinder groß und du gehst jetzt arbeiten, ne? Nicht falsch verstehen, in normalen Beziehungen ist es manchmal auch so, aber hier geht's eben um die ganze Palette, nicht nur um das eine, okay? Und es ist dann eben auch so, dass diese Frauen sehr kontrollsüchtig sind. Das sind dann die Männer, die nichts mehr dürfen in einer Beziehung, ne? Die dann auch nicht mehr mit den Kumpels was trinken gehen dürfen oder, keine Ahnung, mal irgendwie auf eine Betriebsfeier, sondern die sind nur noch zu Hause, haben dann irgendwann auch keine Hobbys mehr, werden komplett isoliert. Deswegen fand ich es auch wichtig, das hier jetzt mal anzusprechen, weil es gibt auch genügend Männer, die unter weiblichen Narzisstinnen leiden, ne? Und im Endeffekt haben diese Frauen dann auch gerne große Garderoben, ja, tausende Oberteile und Sachen, sind natürlich dann auch OPs nicht abgeneigt, ne? Aber im Endeffekt ist es so, dass sie dann komplett vom Gehalt des Mannes lebt. Und ihn auch komplett ausbeutet und auch immer wieder komplett die teuren Sachen verlangt, weil er ihr nur damit im Grunde seine Liebe beweisen kann. Narzissten musst du deine Liebe immer beweisen, denn die lieben sich selber nicht, die vertrauen sich selbst nicht und damit auch niemand anderem. Das heißt, im Grunde bist du dein ganzes Leben nur damit beschäftigt, ihnen zu beweisen, dass sie die Tollsten sind. Super, ja. Also, das sind im Endeffekt die verdeckten weibliche Narzissten, ne? Der zweite Punkt. Die nächste Art von finanziellem Missbrauch, die nächste Art von Narzissten, die solchen Missbrauch betreiben, nenne ich jetzt einfach mal salopp die Reichen. So, es gibt selbstverständlich auch genug Narzissten, die in Chefpositionen unterwegs sind, die genug Geld verdienen und die natürlich dann gerade beim Lovebombing in der ersten Phase, die die Welt auf gut Deutsch tatsächlich wortwörtlich zu Füßen legen, weil sie eben die Kohle dazu haben, ja. Und natürlich ist das schön, mal zu erleben, wenn man so einen Mann datet oder so eine Frau, ne. Und das Problem ist, dieser Mensch hat Geld, nutzt sie aber als Waffe. Wie sieht das jetzt aus? Also, im Endeffekt bringt er dich in höhere Kreise, ja. Du wirst gar nicht sehen, wo du bist, ja. Auch wenn du eine erfolgreiche Frau bist, der würde dich in Kreise bringen, da dachtest du, huiuiui, also dass ich da mal reinkommen würde, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das heißt, du wirst dich auch von Anfang an irgendwo dominiert fühlen, weil das ist ein Terrain, da kennst du dich nicht aus. Und anfangs wird er dir aber die Sicherheit und Liebe geben, dass du das Gefühl hast, okay, ich kann mich hier wohlfühlen, ja, obwohl ich jetzt eben nicht auf seinem Niveau bin. Man denkt ganz schnell, nur weil jemand Geld hat, ist man nicht auf seinem Niveau. Ist ja totaler Quatsch im Endeffekt, ne? Also wir sind ja alle gleich irgendwo hier. Aber du denkst eben so. Und ehe du dich versiehst, gewöhnst du dich tatsächlich an eine Art von Luxus, die er dir zu Füßen legt. Und wie gesagt, man weiß ja auch nicht immer direkt, ob das ein Toxe ist und genießt es und denkt sich, wow, hey, cool, ne? Jetzt habe ich vielleicht ausgesorgt. Das Problem an dieser Art von Narzissten ist tatsächlich, dass sie dich ganz schnell dazu überreden werden, deine Karriere und alles, was dir wichtig ist, aufzugeben, weil er sich ja jetzt um dich kümmern möchte. Das ist natürlich für jemanden verlockend, der sein ganzes Leben lang schuften musste bis zum Umfallen, um gerade mal so die Miete zu bezahlen, ne? Also das heißt, diese Narzissten machen sehr schnell den Sack zu, heiraten dann auch, machen dir schnell ein Kind, wenn du eins wolltest und werden dann auch sagen, pass auf, jetzt mach dir doch keinen Stress, jetzt
hör doch auf zu arbeiten, ja, ich kümmere mich doch um uns, ich habe doch mehr als genug. Und du wirst eben die vorherige Zeit, die so schön war, nehmen und denken, okay, das wird dann jetzt ja so weitergehen. Er wird dir dann natürlich auch Sicherheit versprechen und sagen, du kriegst dann Zugriff zu den Konten, alles easy peasy, ja. Also er tut so, als wäre das gar kein Riesending und als wäre Geld ihm auch überhaupt nicht so wichtig. Und das schätzt du vielleicht dann auch an ihm, ja, dass du sagst, okay, der ist zwar reich, aber der tut nicht so, als wäre es. Das Problem ist, diese Menschen lieben es, dich abhängig zu machen, denn sie leben von der Macht und Kontrolle über dich. Und so wohlwollend, wie sie tun, sind sie einfach nicht, okay? Das bedeutet, ihr werdet dann eben schnell heiraten, aber bevor du heiratest, wirst du 10 Verträge vor die Nase gelegt bekommen. Ach Schatz, das ist alles nur für den Notfall. Ja, das verstehst du nicht, ne? Das ist sehr kompliziertes Deutsch. Mach dir da keinen Kopf. Das ist in meiner Familie gang und gäbe, ja? Das ist nur, damit du später abgesichert bist. Tja, und es kommt jetzt darauf an, wie sehr du ihm vertraust und so schneller wirst du den Scheiß unterschreiben. Ich rate dir, wenn dir irgendein Mann irgendeinen Vertrag vor die Nase legt oder sagt, unterschreib mal bitte kurz, sowas nie zu machen, egal worum es geht. Niemals, ja? Weil meistens trittst du damit deine ganzen Rechte ab, wenn ihr euch trennen solltet. So, das wissen die meisten aber nicht. Die denken sich dann, ja, okay, ne, das ist jetzt Anwaltsdeutsch, ja, das ist in dieser Familie normal, weil da eben viel Geld ist. Versteht man ja auch, ja. Ehe du dich versiehst, hast du unterschrieben. So, und das Problem ist, wenn jetzt oft die Hochzeit hinter euch ist, ja, dann machen die den Sack zu und dann kommt die bittere Wahrheit ans Tageslicht. Wenn du Zugang kriegen solltest zu den Konten, die ihr dann zusammengelegt habt, du hast dann nichts Eigenes mehr, dann wird es tatsächlich so sein, dass dieses Konto entweder so abgesichert ist, dass du da nicht mehr als 50 Euro abheben kannst, oder dass er dir jedes Mal die Hölle heiß machen wird, wenn du nur 5 Euro abhebst. Andauernd wird dann angefangen, Kontrolle über dich auszuüben. Ja, er wird dich wegen allem fragen, wofür hast du das jetzt genommen? Oh, du nutzt mich aus, ja, ich sorge hier für uns und du, ey, ja, du verprasst mein ganzes Geld. Das heißt, irgendwann wird das so ausarten, dass du diesen Menschen andauernd um Erlaubnis fragen musst wegen Geld. Ja, und das ist natürlich so eine typische Verschiebung von euren Machtverhältnissen. Da ist keine gleichberechtigte Partnerschaft mehr. Das ist irgendwann, ja, wie Shades of Grey in Billigromanformat, ja. Also, du wirst im Endeffekt seine Untergebene. Diese Typen stehen dann auch oft körperlich auf echt interessante Dinge, die nicht mehr so toll sind. Oben habe ich schon mal darüber ein Video gemacht. Guckt es euch mal rein später, wenn ihr Lust habt. Ich verlinke auch alle Videos hier im angepinnten Kommentar, wie immer, ne? Und im Endeffekt gerade das, was du am Anfang toll an ihm fandest, wird dir am Ende zum Verhängnis, denn er wird dich ständig daran erinnern, wie wenig du wert bist, weil du ja nicht arbeiten gehst, weil du kein eigenes Geld verdienst. Und umso mehr wird dann auch später die emotionale Bestrafung aussehen, wenn du eben nicht mehr spurst. Denn auf einmal wirst du keinen Zugriff mehr zum Konto haben. Oder er lässt dir kein Haushaltsgeld mehr da. Oder er reduziert das Haushaltsgeld immer weiter und sagt, ja, Pech, ne? Du gibst immer viel zu viel aus, also ich muss das jetzt hier mal ein bisschen regulieren, sonst geht das ja in Bahnen, das geht mal gar nicht mehr, ne? Tja, und natürlich droht er dich dann auch ständig, dich vor die Tür zu setzen und dir die Kinder wegzunehmen, denn er hat ja Geld, ne? Und du hast ja gar nichts. Und das kommt vor Gericht halt nicht cool, wenn du keine Wohnung, keinen Job hast und nichts, ne? Na klar. Und da spielen die dann eben mit. Und er hat eben seine Macht und Kontrolle, die er zu Hause über dich andauernd herrschen kann. Ja, und das sind natürlich dann die Typen, die dich von heute auf morgen mit einer 20 Jahre Jüngeren ersetzen und dich vor die Tür setzen mit nichts, mit gar nichts. Und wenn du dich dann scheiden lässt, haben sie die besten Anwälte, logisch. Sie werfen ja mit Geld und die Frauen gehen meist so gut wie leer aus solchen Beziehungen. Das ist der Reiche. Und jetzt kommen wir zum Schlimmsten aller Arten, finde ich persönlich. Müsst ihr nicht so sehen, finde ich aber. Und das ist die vierte Art, der psychisch abhängig machende. So, und diese Beziehung startet tatsächlich stinknormal. Der ist weder besonders unerfolgreich noch besonders erfolgreich. Eigentlich ein ganz normaler Typ oder Frau. Lässt sich auch weiter arbeiten, macht trotzdem den Deckel dann recht schnell zu mit heiraten und Kinder kriegen.
Lässt dir aber dein Geld und dein Konto. Eigentlich bleibt alles, wie es ist, und du fühlst dich sicher und unabhängig. Wie alle anderen Narzissten wird er dich natürlich trotzdem von deinem Umfeld isolieren, sodass er irgendwann die alleinige Macht über dich hat. Je nachdem, wie anfällig du dafür bist, wird das dann auch passieren, leider, ne? Wenn du sowas noch nie erlebt hast, wie gesagt, narzisstischer Missbrauch kann jedem passieren, egal wie stark und selbstbewusst. Ja, kann ich nur immer wieder sagen. So, und wie das eben in narzisstischen Beziehungen ist, wenn das Lovebombing kippt, geht der Missbrauch immer weiter los. Er fordert immer mehr Aufmerksamkeit, du musst dich um immer mehr Kleinigkeiten, vielleicht auch im Haushalt kümmern, du kannst nichts mehr richtig machen, alles, was du tust, ist falsch. Das heißt, damit erzeugen sie ja dieses 24/7 Grübeln und ständige Versuchen, dem gerecht zu werden. So, und auch durch die zusätzliche Isolation, die Kritik, den Missbrauch, die ständigen Streits, das Silent Treatment, ihr kennt das alles. Ich habe schon meine ganze Playlist zur Manipulation gemacht, oben rechts, für später, okay. Dann fängt es ja irgendwann an, dass wir oft krank werden. Umso schlimmer und weiter der Missbrauch fortschreitet, und das ist fast in allen Arten so, ja. Umso kränker werden wir. Meistens geht mit der Psyche was los. Bei mir waren zum Beispiel Panikattacken. Das erste, was ich bekam, war Panikattacken. Aus dem Nichts. Hatte ich nie in meinem Leben gehabt. Okay, auf einmal Panikattacken. Dann vielleicht Depressionen, ne? Und wie gesagt, meistens muss man ja mittlerweile zu 1000 Ärzten rennen, bis die erstmal erkannt haben, dass man eine Panikattacke hat. Also ich war ja bei 10 Ärzten, die erstmal dachten, oh, das ist bestimmt Morbus Crohn, ja. Also haben mir sonst was schon erzählt. Ich hatte schon so Angst. Nix da, ne? Ja, aber im Endeffekt, bis du es behandeln lässt, vergeht ja auch noch mal Zeit, weil im Endeffekt lernst du ja in solchen Beziehungen, dich immer weiter selber aufzugeben. Wie das aussehen kann mit dem Krankwerden durch narzisstischen Missbrauch, habe ich oben rechts auch schon mal ein Video gemacht. Schaut nachher mal rein. So, ne, das ist ja immer zum Vertiefen dann. So, du wirst also krank. Was passiert, wenn du krank wirst? Als erstes leidet natürlich was? Deine Hobbys, deine Privatsphäre, natürlich. Du wirst nicht mehr so oft rausgehen, du wirst nicht mehr so oft deinen Hobbys folgen können, weil du gar keine Kraft mehr hast. Wir haben ja dann auch noch Jobs, ne? Bedeutet, im Endeffekt versucht man ja noch am ehesten den Job hinzukriegen und alles andere wird dann immer kürzer gefasst. Durch den Missbrauch hast du wahrscheinlich eh schon diese vier Stuhlbeine, von denen ich immer rede, kürzer gefasst. Bedeutet, du hast keine Ventile mehr, die dagegen helfen würden, ja, dass du ständigen Stress hast. So. Und irgendwann leidet der Job. Irgendwann leidet der Job. Und dann wirst du irgendwann aufhören zu arbeiten. Dann wird der Narzisst den Helden spielen, dich retten wollen. Dazu später mehr, weil das geht dann ganz bitter aus. Aber alles ab hier ist jetzt tatsächlich dann schon, wie dieser Missbrauch abläuft. Und da kommen wir bei den Arten gleich nochmal zu. Okay? Also, der vierte ist der psychisch abhängig Machende. Bleibt dran, gleich kommen wir dann direkt zu den Arten und da werde ich hier genau nochmal drauf eingehen, weil das ist eigentlich so der typische Ablauf, würde ich sagen. Der psychisch abhängig Machende, das sind so die meisten Fälle tatsächlich. Deswegen bleibt dran, wir erzählen dann auch euch ganz genau, wie ihr da rauskommt. Das ist ja auch am wichtigsten. So, und jetzt kommen wir dann erstmal zu den Arten. Denn jetzt haben wir so erstmal diese vier Kategorien gemacht. Leute, ihr wisst, ihr seid das Herzstück hier. Ihr könnt jetzt sehr gerne schon, wenn ihr wollt, oder macht's am Ende des Videos, ja? Am Ende des Videos könnt ihr, wenn ihr noch mehr Arten kennt, was ihr erlebt habt, hier in die Kommentare, nicht da in den Chat, hier in die Kommentare, weil damit empowert ihr auch andere. Wir können dadurch eine eigene kleine Studie machen. Also ich habe euch jetzt vier Arten gezeigt. Habt ihr noch mehr erlebt, schreibt es einfach in die Kommentare, okay? Weil ist ja klar, ich kann hier nicht alles abdecken in einem Video. Das wird echt schwierig, okay? So, also kommen wir jetzt aber zu den vier Missbrauchsarten von eben diesem finanziellen Ausbluten, weil auch die sind genau wie die Narzissten unterschiedlich sind. Auch sehr unterschiedlich. Deswegen habe ich euch die vier Arten vorne rangesetzt, damit das jetzt nicht alles komplett durcheinander läuft. Ne? So, und die erste Art von finanziellem Missbrauch ist natürlich durch Schuld und Drohungen. Wie gesagt, Narzissten denken, sie sind die Größten. Das heißt, du gehörst ihnen als Mensch. In einer normalen Beziehung gehörst du niemandem. Da seid ihr zwei gleichberechtigte Partner. In einer narzisstischen Beziehung bist du sein verlängerter Arm. Du gehörst ihm, also auch dein Geld.
Die erwarten das. Das ist keine Frage. Die erwarten das, ja. So, und du bist eben mit ihnen zusammen und das ist nun mal ein Privileg und da kannst ja dann auch mal für zahlen. Okay? Und ihr wisst, dass Narzissten Experten darin sind, andere zu manipulieren, zu verdrehen, zu lügen, um das zu bekommen, was sie von dir wollen. Das heißt, es kann tatsächlich sein, wenn das Lovebombing irgendwann zu Ende geht und sie haben Riesenkredite oder weiß der Geier, müssen irgendwelche Rechnungen zahlen und haben kein Geld, aber auch Dinge, von denen du überhaupt, da hast du gar nichts mit zu tun. Sie werden dann sowas sagen wie, ja, aber jetzt pass mal auf, du wolltest doch jetzt eine feste Beziehung mit mir oder nicht? Also dann erwarte ich aber auch Loyalität. Wir sind dann ja jetzt Partner. Also dann erwarte ich jetzt aber auch, dass du das mitzahlst, weil sonst ist das für mich keine Loyalität und ich glaube, dann muss ich es auch wieder beenden. So verdreht. So verdreht. Hier wird Loyalität in einer Beziehung benutzt, um dich finanziell auszubluten. Und er wird dir einreden, und ihr kennt das, diese stundenlange Monologe. Diese Aussage mag am Anfang überhaupt keinen Sinn machen, aber wenn die 3 Stunden auf dich einreden und die sind toll darin, alles zu verdrehen, wirst du am Ende wirklich glauben, du bist illoyal, wenn du ihm jetzt nicht finanziell unter die Arme greifst oder ihr. Das ist richtig gestört. Und hier kommen wir schon in diesen Schuld- und Drohungen-Kreislauf. Das wird immer wieder so laufen. Sowieso wird er auf einmal alles beäugen, was du dir kaufst, wo du dir was gönnst. Und im nächsten Streit wird das dir um die Ohren werfen. Spätestens. Er ist ja so ein armer Schlucker, er kann sich nichts leisten und du wirfst ja mit Geld um dich. Also solche Aussagen, die total gestört sind, weil du bist ein erwachsener Mensch, du arbeitest für dein Geld. Und du darfst es verdammt noch mal dafür benutzen, wofür du willst, ja? Aber du kennst das, wenn du einmal in dieser verdrehten Matrix bist, wirst du dich nur noch schuldig fühlen in einer Tour. Und wenn er eben nie zahlen kann, wirst du halt ständig zahlen, damit ihr überhaupt noch irgendwas unternehmen könnt. Natürlich. Und das werden die auch erwarten. Ihm steht das ja zu. Das ist das Problem, verstehst du? Egal auch wie erfolgreich du bist, der Narzisst wird dir einreden, nur durch seine Hilfe wärst du so erfolgreich geworden. Nur durch seine harte Arbeit an dir. Und deswegen stünde ihm ja jetzt ein Stück vom Kuchen zu. Und so läuft das immer wieder. Wenn der weiß, du hast Kohle, wird der immer wieder durch Schuld und Drohungen so lange auf dich einprügeln, verbal, bis du nicht mehr kannst. Und oft wirst du dann nur einlenken, um Frieden zu haben. Du zahlst wortwörtlich für Frieden. Und das Schlimmste ist, egal wie viel Geld du denen in den Popo steckst, egal wie oft du ihnen aushilfst, egal wie oft du ihnen Gutes tust, sie werden niemals dafür dankbar sein. Es wird niemals genug sein, egal wie viel du ihnen gibst. Und wenn du es dann noch ansprichst und fragst, ich habe dir doch schon so viel gegeben, dann werden sie das noch mit einer Art von, ja, das ist ja wohl selbstverständlich, wir sind ja wohl Partner, abtun. Und du wirst ja auch noch denken, ja, stimmt. Ach Mensch, wie konnte ich denn jetzt hier erwarten, dass der dankbar ist? Es ist ja selbstverständlich, oder? Ja. Oder? Ja, tatsächlich, frag dich bitte öfter, oder? Und wie gesagt, die werden das immer wieder machen. So lange, bis du endlich mal den Mund aufkriegst und denen sagst, ey, dir steht mein Geld nicht automatisch zu. Und wenn du tatsächlich in die Heilung kommst und endlich mal verstehst, was da passiert, vielleicht auch durch meine Arbeit oder die von einem anderen Aufklärer hier auf YouTube, dann wirst du lernen, dass jeder erwachsene Mensch für sein Geld selbst verantwortlich ist und auch selbst dafür arbeitet. Und dass niemandem auf dieser Welt dein Geld zusteht. Und wenn dich jemand droht zu verlassen, weil du ihm kein Geld mehr in den Rachen steckst, ja, dann soll er bitte gehen. Das alles weiß man, wenn man narzisstischen Missbrauch einmal erlebt hat. Das Problem ist vorher, vergiss es. Weil es wird wirklich mit deiner Emotionalität, mit deiner Gutmenschlichkeit, es wird komplett ausgenutzt.
Sondern auch die zweite Art haben wir eben schon mal angerissen, des finanziellen Missbrauchs. Das ist eben zwei Leben zusammenwerfen. Was bei jeder normalen Beziehung so ist eigentlich, ne, und auch in jeder Ehe, wird dir in einer narzisstischen Beziehung komplett zum Verhängnis. Hier ist das auch so. Wenn die Narzissten sehen, dass du Geld hast, werden sie ganz schnell den Deckel draufsetzen und dich dazu überreden, alles zusammenzuwerfen. Vorher wirst du wahrscheinlich gar nicht wissen, ob sie Geld haben. Sie werden es dir nur erzählen. Ob es später so ist, weißt du gar nicht, okay? Und sobald ihr alles zusammengeschmissen habt, sobald er dann im Grundbuch sogar steht, ich habe da schon Storys gehört, Leute, da tut mir in der Seele weh. Da habt ihr den mit ins Grundbuch geschrieben, obwohl ihr euch das Haus vor 10 Jahren gekauft habt. Solche Dinge, ne? Und es ist auch so traurig, weil im Endeffekt werden wir irgendwann gebrannte Kinder. Ich würde zum Beispiel niemals wieder mein Konto mit irgendwem zusammenlegen oder irgendwen ins Grundbuch von irgendwas schreiben. Nie wieder. Das könnte noch so ein guter Mann sein, Leute. Ich würde das nie wieder machen. Ich stehe da jetzt mittlerweile wirklich so auf meine Selbstständigkeit und Authentizität. Ey, würde ich nie wieder machen. Ist vielleicht blöd, weil das ja normal ist in Ehen, aber wir sind da jetzt eben gebrannte Kinder. So ist es nun mal. Und ihr sollt euch deswegen übrigens auch nicht schlecht fühlen. Ne? Also Leute, ich sag euch, und sobald das dann passiert, sobald ihr euch im Lovebombing habt überreden lassen zu diesem Schmarrn, werden die euer komplettes Konto leer räumen. Die werden sich ständig an eurem verdienten Geld bedienen, während sie nur irgendwelche krummen Geschäfte machen, wo ab und zu mal was reinkommt. Das kriegen sie dann aber bar, weil sie ja nur schwarz arbeiten, ne? Weil vielleicht sind sie auch arbeitslos und dürfen vom Amt überhaupt nicht arbeiten und dann gehen sie eben schwarz arbeiten. Also sorry Leute, schon Red Flag hier, ja? Wenn du nicht arbeiten gehst, dann steht es dir auch nicht zu, sorry. Ja, oder du hast eben eine Rentenversicherung oder sonst was, dann kriegst du ja Geld. Aber wie gesagt, Narzissten meinen immer, ihnen stünde mehr zu, als sie geben. Immer. Die können zu faul zum Arbeiten sein und kriegen dann eben nur den Satz vom Amt und meinen aber, ihnen stünde mehr zu und holen sich's dann schwarz woanders. Das ist so die Denke. Mir steht immer mehr zu, ja. Ich brauche mehr zum Leben, weil ich so toll bin, ja. Aber die Sache ist die, sobald der Verfügung über dein Konto dann hat, wird er sich ständig dran bedienen, wegen irgendwas, vielleicht auch irgendwelchen Investments. Das sind ja typisch so Leute, die ständig wieder neue Firmen aufziehen, obwohl sie keine Ahnung von der Materie haben und dann hoch scheitern und du sollst das dann finanzieren. Aber wieso du? Das ist ja jetzt euer Geld. Er wird dann also ständig sagen, es ist doch unser Konto, da kann ich doch dran gehen, wann ich will. Sondern ich habe nicht schon selten erlebt, dass auch Hypotheken auf Häuser auf einmal gemacht wurden. Doppelt, dreifach, vierfach. Ohne, dass die Frauen das wussten. Weil er mit dem Grundbuch stand. Okay? Manche Narzissten waren sogar so geschickt, sich komplett das Haus übertragen zu lassen aus steuerlichen Gründen. Weil das Vorteile haben kann. So gewieft sind die. Und wir denken uns doch nichts Böses dabei. Wir denken uns nichts Böses, ja? Und während er übrigens dein Konto ausräumt, macht er dich für jede Ausgabe fertig. Das sind Kontrollfreaks. Die checken ständig deinen Kontostand und was du alles abgehoben hast, mit wem du essen warst und warum. Das wird zum Spießrutenlauf. Sobald du einem Narzissten Einsicht in dein Konto gibst oder es zusammenlegst, ja dann Prost Mahlzeit. Dir wird ständig vorgeworfen, du würdest zu viel Geld ausgeben, du könntest nicht mit Geld umgehen. Während sie aber eigentlich diejenigen sind, die alles verprassen. Projektion, oben rechts das Video. Was sie tun, das werfen sie dir vor. Grauenvoll, okay? Und natürlich, so ein Konto zusammenlegen, das verbindet euch im negativsten Sinne. Ihr seid aneinander gebunden. Und das wieder loszukriegen, ist ganz, ganz schwierig. Ja? Und am Ende musst du ihn dann noch auszahlen, weil du mehr auf dem Konto hattest vorher. Ja? Also es ist komplett, teilweise unser System ist wirklich an Lächerlichkeit manchmal echt nicht zu überbieten. Ne? Obwohl die in ihrem ganzen Leben noch nichts geleistet haben, kriegen die dann deine Kohle. Das ist der Wahnsinn, Leute. Ja, und wie kommt ihr da raus? Ich sag's euch ganz ehrlich, getrennte Konten. Ja, es ist ja so romantisch, alles zusammenzuwerfen. Ja, Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, mache ich nie wieder. Getrennte Konten. Behalt deine Kohle, soll der seine Kohle behalten. Er sollte keine Einsicht in eure Gelder kriegen. Was ihr habt, sowieso beim Daten redet man über sowas nicht. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr werdet ausgefragt, da kommen wir gleich nochmal zu, dann wehrt euch dagegen. Antwortet nicht. Ja, und manchmal tatsächlich, ne, auch wenn Narzissten das zu ihrem Vorteil nutzen, Eheverträge sind manchmal gar nicht so blöd, ja. Wenn es eben nicht darum geht, den anderen auszubeuten, sondern einfach nur das zu schützen, was dir gehört, ja, dann sind Eheverträge nicht die schlechteste Idee.
Also wenn du drei Häuser hast und sehr viel Geld auf deinem Konto, dann denk bitte drüber nach, vorher einen Ehevertrag abzuschließen. Weil sonst verlierst du mindestens die Hälfte, obwohl der andere ja dann nichts zugetan hat, ne? Ganz klar, sorry Leute, ey, Romantik ist nicht mehr. Das ist einfach. Tja, und da kommen wir schon zur dritten Art des finanziellen Ausbeutens, und das ist natürlich dich komplett wie eine Weihnachtsgans auszunehmen. Ich finde keinen schöneren Begriff dazu. Und das machen gerade natürlich die parasitären Narzissten, die Erfolglosen gerne auch mal, okay? Ja. Und wie gesagt, die fragen dich anfangs schon ganz andere Dinge, als normale Menschen beim Date das tun würden. Hast du ein Haus? Wie wohnst du? Ja, wie viel verdienst du? Was hast du für einen Job? Was machst du da genau? Also im Grunde vollkommen private Fragen, die diese Leute überhaupt nichts angehen, weil du sie ja noch gar nicht kennst. Aber je nachdem, was für eine gute Seele du bist, wirst du wahrheitsgetreu darauf antworten, ne? Und wie gesagt, diese Menschen schleichen dein Leben, leben dann auf deine Kosten, ne? Und suchen sich tatsächlich, ich glaube mittlerweile, es ist wirklich so, die suchen sich Wohlverdiener. Die suchen sich schon Wohlverdiener, die sie daten, damit sie schon sehen, was können sie da rausschlagen für sich, ne? Das Lustigste ist, diese Menschen hatten oft nie ein eigenes Haus, nie eine eigene Wohnung und laufen von Beziehung zu Beziehung. Also nisten sich immer wieder bei Leuten ein, ohne selber mal allein gelebt zu haben überhaupt oder selber mal Miete für irgendwas gezahlt haben, zu haben, ne? Das Lustige ist, umso mehr diese Leute nehmen, umso geiziger sind sie dann im Geben. Und damit wäre auch die Frage endgültig beantwortet, ob Narzissten geizig sind. Ja, sind sie total, ja, weil sie sehen halt ständig alles nur in Konkurrenz mit anderen, und wenn sie halt dann was erworben haben, fühlen sie sich groß und mächtig, und würden sie das teilen, würden sie ja wieder fallen im Ansehen in ihren Augen. Deswegen sehen sie das als Bedrohung. Deswegen sind Narzissten, by the way, auch so geizig, ja, das habt ihr alle wirklich schon erlebt, ne? Ja, wie gesagt, und wenn sie dann mal was geben sollen, dann sind sie nie verlegen um irgendwelche Ausreden und auch Versprechungen, dass es ja bald wird und bald haben sie hier das große Business, ja, und bald verdienen sie jetzt Online-Geld von jetzt auf 5.000 € im Monat. Das ist ganz easy. Sie müssen jetzt nur noch hier eben das und dies machen und dann werden sie Millionäre, weil andere haben das ja auch geschafft, deswegen schaffen sie das ja auch. Nur leider bleiben die Ergebnisse aus. Und das merkst du halt, wenn du mit so jemandem länger zusammen bist, der wird nie aus seinem, ja, Kabuff irgendwie rauskommen, ja. Und trotzdem überreden sie dich immer wieder, in ihre Projekte zu investieren, in ihre neue Firma, in ihr neues Die und das, ja, in ihr neues Konto, in Bitcoin, in Schlag mich tot, ja. Weil die immer irgendwelche krummen Geschäfte laufen haben, aber dich davon überzeugen, das is it jetzt. Baby, das is it jetzt. Da muss ich jetzt nur einmal investieren, das kriegen wir zehnfach wieder raus, ja? Das sind typische Dummschwätzer. Passieren tut da nie irgendwas. Aber die sind gut im Dummschwätzen, ne? Und die testen damit halt auch ständig, wie weit sie bei dir gehen können. Also ich habe nicht selten Klientinnen gehabt, ja, Gruß an dich raus, du wirst wissen, dass ich dich meine, die über 100.000 in so einen Typen investiert haben und es nie wiedergekriegt haben. Gott sei Dank wurde der jetzt zum Beispiel auch verurteilt. Da bin ich jetzt auch mal ganz froh drüber. Also da wurde endlich mal Recht gesprochen, weil diese Frau hat wirklich so viele tausende Euro an diesen Typen verloren. Einfach nur durch gewieft sein. Die Serie Dirty John bei Netflix, Staffel 1, schaut euch das mal an. Das ist die exakte Geschichte dieser Klientin und Freundin, die ich da habe. Wahnsinn. Leute, okay. Und wie gesagt, auch was ihre Berufe angeht, die erfinden da gerne was. Sie sind selbstständig oder sonst was. Ja, sie haben hier gerade eine Firma. Ja, es ist oft alles totaler Mumpitz. Da steckt nichts hinter. Würdet ihr es checken oder hinterfragen, würdet ihr da nichts finden. Okay. Und das Problem ist tatsächlich, wenn du bei diesen parasitären Narzissten keine Grenzen setzt, werden die dich ausbluten, bis nichts mehr übrig ist. Ne? Und gleichzeitig sind das dann aber auch die Kandidaten, die dir, wie gesagt, auch vorwerfen, was sie dir schon alles geschenkt und gekauft haben, was du eigentlich mit einer Hand abzählen kannst, weil es ist nie viel. Aber sie führen da wirklich Buch drüber. Sie führen da wirklich Buch drüber, okay? Und du musst hier wirklich dann ganz klar einen Strich machen, wenn du an so jemanden geraten bist. Wie gesagt, meistens sind es eure Häuser, eure Wohnungen, also schmeißt sie raus.
Ja, schmeißt sie raus, stellt eure Stuhlbeine wieder auf. Ihr schuldet diesen Menschen nichts. Ich weiß, dass auch die oft gern mit Schuld und Scham arbeiten, um euch minderwertig zu machen. Aber ich sage euch ganz oft, die Frauen und Männer, die an parasitäre Narzissten geraten, das sind oft, wie gesagt, Chefs von Firmen. Das sind ganz erfolgreiche Menschen, die auch super, super wissen, wer sie sind und Selbstliebe praktizieren und sehr stark sind. Aber die dann eben tatsächlich darauf reinfallen, ne? Das ist wie eine Motte, die leuchtet am Anfang. Du denkst dann, huch, ein Schmetterling, ja? Aber wenn das Licht dann ausgeht, dann siehst du, ach Mist, das war nur eine Motte. Nichts gegen Motten. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Die scheinen so hell am Anfang und versprechen dir die Welt und sagen, ja, ich bin auch hier, ich mache in Aktien und so, weißt schon. Ja, also die wissen halt, wie sie sich verkaufen, aber im Endeffekt ist halt nichts dahinter. Und das ist ganz wichtig zu erkennen. Wenn du das einmal erkannt hast, dass also nicht der Prinz auf dem Pferd, sondern ja, der Depp auf dem Esel ist, ja, dann kannst du deine Konsequenzen ziehen. Das ist auch wichtig. So, und jetzt nochmal zu dem Gefährlichsten nach meiner Meinung. Eben dem, der dich krank macht, krank hält, um dich finanziell auszubeuten. Die finde ich am allerschlimmsten, auch wenn die anderen auch super schlimm sind, okay. Aber das sind eben diese Leute, die dich in der Beziehung durch den Missbrauch immer kranker machen, immer mehr von dir verlangen, immer mehr, immer mehr. Du machst nie was richtig, du wirst immer mehr kritisiert, fertig gemacht, fertig gemacht. Und irgendwann wirst du krank. Und sie sind dann die Helden in goldener Rüstung, die sagen, boah, mach dir keinen Kopf. Ja, du kannst jetzt vielleicht nicht mehr arbeiten gehen, weil es dir schlecht geht. Mach dir keinen Kopf. Ich bring uns schon durch, ja. Diese Kandidaten arbeiten auch tatsächlich ihr Leben lang, sind in ganz stinknormalen Jobs, ne? Und die sagen dann wirklich ganz rittermäßig, ey, ich kümmere mich um dich, du arme Maus, was soll ich nur machen? Es tut mir so leid, dass du jetzt krank bist. Und das Schlimme ist, du checkst am Anfang nicht, dass die dich krank gemacht haben. Du denkst, es sind irgendwelche Umstände, die jetzt dazu geführt haben, dass du eine chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung hast oder depressiv bist oder auf einmal Panikattacken hattest, obwohl du das dein Leben lang noch nie hattest. Wenn deine Konzentration immer mehr nachlässt, wenn du immer mehr vergisst. Narzisstischer Missbrauch verändert dein Gehirn, wusstest du das? Oben rechts das Video, Augen öffnet, ich sag dir. Ja, wenn du immer schusseliger wirst, nicht mehr weißt, wo oben und unten ist, irgendwann überhaupt nicht mehr belastbar bist, deine Kraft schon morgens nach dem Duschen komplett flöten gegangen ist, dann sind sie da und retten dich und sagen, ich kümmere mich um uns beide, ich kümmere mich um die Kohle, um die Konten, mach dir da keinen Kopf, gib mir einfach deine Passwörter, ich werde dafür sorgen, dass auch deine Rechnungen bezahlt werden. Ganz toll. Und du denkst in dem Moment, boah, ist der nett oder die kümmert sich um mich, obwohl es mir so schlecht geht, verlässt mich nicht, obwohl ich überhaupt nicht mehr zu gebrauchen bin, ja? Ist das nicht toll, oder? Ist das toll? Nein, es ist umso gestörter. Denn so ist er vielleicht am Anfang, aber später dann, wenn der Missbrauch wieder weiter fortschreitet, ne? Komischerweise hört der Missbrauch in dem Moment auf, wo du krank zusammenbrichst. Und dann sind sie total opferbewusst und kümmern sich um dich und kochen und putzen und machen alles, ja? Aber dann geht es immer weiter, dass sie dann auch nach außen gehen und deinem ganzen Umfeld erzählen, ja, ich hab's ja so schwer. Ich hab's ja so schwer. Ich muss mich ja um alles kümmern. Also sie kann gar nichts mehr tun und ich mache alles. Und das ist so belastend. Und manchmal heulen sie dann sogar, ja, dass das Umfeld sagt, oh mein Gott, du armer Kerl, das ist ja schrecklich. Du bist ja so ein toller Mensch, ja. Und werden damit zu seinen Flying Monkeys, oben rechts das Video oder in den angepinnten Kommentaren. Merkst du, was hier für eine kranke Piep läuft, ja? Wie gestört das ist. Und das Schlimmste ist, Schätzchen, wenn du dich jetzt erholst, ja, du gönnst dir ganz viel Ruhe, du musst gar nichts mehr machen, sondern erholst du dich, gehst vielleicht in eine Klinik sogar, ja, musst du in eine Klinik, weil du Zusammenbruch hattest komplett, Burnout, obwohl du gar nicht so einen anstrengenden Job hattest. Wenn du Pech hast, erkennen die in der Klinik nicht, dass du an narzisstischem Missbrauch leidest. Du baust dich also wieder auf. Ey, du gehst voll rein, ne? Du päppelst dich wieder auf, ganz langsam, wochenlang in dieser Klinik. Kommst dann nach Hause, ja, und denkst dir, Mann, jetzt ist mein toller Ritter da. Ey, den kann ich ja echt, der ist ja super. Der ist ja immer für mich da. Aber dein toller Ritter ist nicht mehr für dich da. Der wird in dem Moment mit dem Missbrauch wieder anfangen, wo es dir wieder gut geht. Und zwar richtig übel. Nicht nur so ein bisschen. Volle Breitseite. Du, grad geheilt, kommst wieder, yay, und der kommt, bäm.
verbale Ausbrüche, Streitereien, Silent Treatment, Betrügen, Fremdgehen, das volle Programm, meine Liebe, das volle Programm wird er von jetzt auf gleich wieder abspielen. So lange, bis du gebrochen bist, denn glaub mir, jeder von uns hat einen Breaking Point. Jeder. Irgendwo ist der und der Narzisst kennt den. Rums, liegst du wieder am Boden. Und der Narzisst auf einmal, da ist er wieder. Der Held, ach Schatz, geht's dir so schlecht? Kommst du nicht mehr aus dem Bett? Ach nein, ist das schlimm. Ach Schatz, komm, ich kümmere mich, mach dir keinen Kopf, ich kümmere mich um alles. Ja, und dann geht das Spiel wieder von vorne los, bis du dich wieder erholst. Dann geht's wieder mit dem Missbrauch weiter. Und wenn ihr mich fragt, ist das das Allerschlimmste, was euch passieren kann, so einen Typen oder so eine Frau zu haben, die im Grunde das Münchhausen-Syndrom komplett pervertiert hat nochmal, und euch so ewig abhängig hält. Und was glaubt ihr, was passiert, wenn ihr Kinder mit so jemandem habt und den dann verlassen wollt? Hör mal, die sind die Ersten, die zum Jugendamt rennen und sagen, meine Frau ist so krank, die hat Depressionen. Jahrelang habe ich mich um sie gekümmert, mich aufgeopfert, habe uns beide durchgebracht. Es war manchmal so eng, aber ich hab's geschafft. Die kann sich nicht um die Kinder kümmern. Hören Sie mal. Die war in Kliniken, die hat Therapien gemacht. Ich war immer ein guter Vater und ich möchte auch jetzt für meine Kinder der gute Vater sein. So, und wenn du Pech hast, sitzt die beim Jugendamt schon da und heult, weil sie ihn so toll findet, ja? Und dann war's das mit deinen Kindern. Und dann war's das auch mit deinem Vermögen. Dein Vermögen hast du keins mehr. Irgendwann bringt er euch durch. Und du kennst das, wenn du Jahre aus dem Job raus bist, dann kommst du so gut wie gar nicht mehr rein. Und ich sag dir auch, wenn du irgendwann chronische Depressionen hast oder auch Panikattacken oder auch eine PTBS durch das Trauma, du hast viel weniger Energie zur Verfügung als noch vor dieser Beziehung. Das heißt, du kannst vielleicht überhaupt auch nach der Beziehung nur noch Teilzeit arbeiten, wenn es hochkommt. Ja, und der geht raus und lebt, als wäre nichts gewesen. Und ich finde, hier haben wir wirklich die perfideste und krankeste Art von allen. Und das ist der Typ, der dich psychisch und körperlich abhängig macht. Nach außen hin die perfekten Ehemänner, die alles tun. Wie gesagt, mit solchen Typen kannst du auch nicht in Paartherapie. Der Paartherapeut wird Feuer und Flamme sein, wie toll er sich doch um dich kümmert. Aber niemand kapiert, dass die Typen euch so krank gemacht haben, wie ihr seid. Und auch ihr rafft das oft erst viel zu spät. Ja, ganz, ganz gefährlich. Und für mich wirklich die gefährlichste Art. Weil alle anderen Arten, die rafft ihr irgendwann und dann könnt ihr euch trennen. Aber diese Art ist so zerstörerisch über Jahre, dass sie dir danach noch alles wegnehmen, weil sie ja beweisen können, du warst in Therapie, du warst in Kliniken, kannst dich ja nicht um die Kinder kümmern, um Gottes Willen, du bist ja schon mit dem Haushalt überfordert. Und das spielen die wirklich mit Bravour, ihr habt keine Ahnung. Hammer. Und das zerstört dich wirklich noch nachhaltiger als die anderen alle. Sag ich dir ganz ehrlich. Ganz schwierig, da wieder rauszukommen, ihr Lieben. Das sind die vier Arten. Und wenn du noch in einer dieser Arten steckst und da raus willst, dann schreib mir bitte. Ich helfe dir super gerne da raus. Gar kein Thema. Weil ihr immer fragt, wo ist die E-Mail-Adresse? Deswegen Anfang, Ende, E-Mail-Adresse, ja? Okay. So, jetzt lasst uns nochmal dafür sorgen, dass dieses Video, dieses Wissen, dieses Geballte, ich weiß, ich habe euch jetzt erschlagen mit den ganzen Infos, aber dass sich das hier verbreitet. Gebt jetzt mal einen Daumen rauf. Gebt mal einen Daumen rauf. Wir triggern den YouTube-Algorithmus, dass sich das Video automatisch verbreitet. Und die Hater können auch gerne einen Daumen runter geben, gar kein Thema, denn auch ein runter Daumen, ein gesenkter Daumen triggert den Algorithmus. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. So, und als zweites, noch wichtiger tatsächlich, ist jetzt, das hatte ich euch ja eben schon mal gesagt, was habt ihr erlebt? Was hast du da draußen persönlich erlebt? Ich sitze zwar hier und kläre auf, aber ihr seid das Herzstück der Community. Ihr seid so wichtig. Schreibt mir jetzt bitte in die Kommentare eure Erfahrungen. Mit was für einer Art hattet ihr zu tun und was für ein finanzieller Missbrauch ist euch passiert? Wie war es? Wie seid ihr rausgekommen? Denn ihr helft mit jedem Kommentar, dass ein Mensch wieder aufwachen kann und merken kann, dass er gerade missbraucht wird. Und der findet dadurch vielleicht auch die Kraft, jetzt hier zu schreiben und auch andere zu empowern. Das ist wie eine Kettenreaktion. Eine Kettenreaktion des Lichts und der Liebe. Lasst uns starten, Leute. Schreibt es in die Kommentare, ja. Und als letztes teilt das Video mit ein, zwei Leuten, die ihr gern habt, wo ihr sagt, die müssen erfahren, was ich durchgemacht habe, Leute. Dafür mache ich das doch hier alles. Dass es sich verbreitet und dass keiner von euch mehr in so einer Konstellation festhängen muss. Langes Video, ich weiß. Ich schicke euch jetzt
ganz, 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 ganz viel Kraft für die, die noch mittendrin stecken. Und an alle anderen und auch an die natürlich, ich wünsche euch morgen ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche um 18 Uhr hier genau wieder. Macht's gut.